Und er sagt, komm, wir laufen zusammen wieder die Freiheit. Und wir lassen alles, das Zeug lassen wir am Kreuz. Alle deine Probleme, deine Sorgen, dein Unglauben, deine Gesetzlichkeit lassen wir am Kreuz. Und wir laufen durch in die Freiheit. Weil du bist berufen, um in dieser Freiheit zu leben. Und so vielmal in unserem Leben ist es wichtig, dass du dich selber bist. Weil weißt du was? Alle anderen gibt es sowieso schon. Die musst du nicht probieren zu kopieren. Und der Moment kommt, wo du dich entscheiden musst. Will ich mich länger von dieser Kontrolle leiten? Will ich weiterhin gefangen sein und überhaupt nichts beeinflussen können? Oder will ich die Kontrolle abgeben an Jesus? Und die dritte Variante ist, du lässt dir von Gott die Kette abnehmen und dann laufst du in die Richtung. Es wird dann gleich nicht ein einfacher Weg sein, aber es geht dann viel besser. Diesen Prozess nennen wir Vergebung, oder? Das wisst ihr alle. There's hope in front of me. There's a light I still see it. There's a hand still holding me. Even when I don't believe it, I might be down, but I'm not dead. There's better days still up ahead. Even after all I see, there's hope in front of me. Yeah. Now I'll do forever. Jesus, I surrender. Immer Stück für Stück, weil es geht so einfach, dann kann man den Vergleich aus der Geschichte direkt in den Alltag machen. Es geht in all diesen Geschichten meistens immer oder teilweise um Krieg. So wie auch in dieser Geschichte, es geht um Krieg gegen die Philister, wer auch sonst. Und wir haben viel so gemacht, dass wir einfach die Bibel nachher aufgeschlagen haben und irgendeinen Vers, der uns gerade ins Auge gesprungen ist, gelesen haben. Und in dem Moment durfte ich den Vers lesen. Darum kann ich beruhigt einschlafen, denn ich weiß, Gott beschützt mich. Und ja, ich mache jetzt das einfach mal. Ja, ich bin der Markus Benz, ich komme aus Bern. Vielleicht merken das die einen oder anderen an meinem Dialekt an, oder? Was hast du vom Essen gehalten? Es war ein super Essen, aber ich muss sagen, nächstes Mal würde ich Baselleckerli mitnehmen. Sie sind auch sehr gut.